Herr Günther Sölden vom Veranstalter ATTAC. Ich möchte erstmal ganz herzlich danken, dass Dr. Günther und der Rest auf hierher gekommen sind. Ich glaube, das ist ein Dialog gekommen, denn wir haben noch eine Strecke vor uns und wir müssen uns, glaube ich, gegenseitig ernsthaft attestieren. Und ich finde das toll, wir sind ja jetzt im Moment praktisch in der Höhle des Löwen. Wir sind nicht die Durchschnitt der Bevölkerung, sondern wir sind ein bestimmter Teil der Zivilgesellschaft. Ich habe eine ganz persönliche Frage. Was macht es mit Ihnen, wenn Sie merken, dass wir als Bürger, als Teil der Bürgerschaft, unserer Wirtschaft nicht vertrauen und dass wir auch unserer Kommission nicht vertrauen? Was macht es mit Ihnen? Dann hatte ich eine Frage hier. Oder nicht mehr? Dann kann ich hier vorne die Frage machen. Verzeihung, der Herr. Etwas gedreht hier. Und zwar, wer es beantworten möchte, bitte sich dann dafür entscheiden. Ja, es ist doch schon dran. Wir wollen in jedem Falle ein vollwertiger, gleichwertiger Verhandlungspartner, weil der Internationale Währungsfonds oder die Weltbank in einem offiziellen Gutachten vor 2 oder 3 Jahren, verbessern Sie mich, wenn Sie es jetzt wissen, die haben das veröffentlicht, nachdem die US-Regierung nicht wirklich eine demokratisch bestätigte Regierung ist, weil sie im Wahlkampf so große Spenden hat annehmen müssen von den Finanz- und Wall-Street-Kreisen, die bestimmte Interessen haben, dass selbst Obama gezwungen war, im Wahlkampf sich von dem unterstützen zu lassen. Und man sieht, er hat gute Absichten, aber wie weit kann er sich überhaupt mit seiner etwas sozialliberalen Politik durchsetzen? Zweitens, Gabor Steingart, ein Journalist damals beim Spiegel, schrieb vor 2 bis 3 Jahren, die USA und die EU müssen sich gegen die BRICS-Staaten, also Brasilien, Russland, Indien, China, zusammenschließen, weil sie in der Gefahr sind, Verlierer in der globalisierten Weltwirtschaft zu sein. Ich frage mich aber, welche Regierungen von welchen Ländern haben denn vorher gesagt, wir können alles auslagern und haben etwa China, einen undemokratischen Staat, so sehr mit Produktion und Wissen ausgestattet, dass dieser Staat uns bald nicht mehr braucht. Und andererseits etwa die Schuldverschreibung des größten Wirtschaftslandes USA in den Händen hat. Das ist ein Co-Referat. Können wir die Frage Sie kennen das BVG-Abkommen. Die BVG soll nach einem Cross-Leasing-Vertrag, den Sarrazin behauptete, damals als Senator nicht verstanden zu haben, bis zu 250 Millionen an ein amerikanisches Bankunternehmen zahlen. Das ist doch ein Beispiel, wenn man Verträge nicht versteht, zumal in Handels- oder Juristenenglisch. Und die Verenglischung unseres Wirtschaftslebens hat schwere Probleme aufgeworfen, weil auch gut Englisch verstehende Leute diese Feinheiten nicht nachvollziehen können. Dankeschön. Ja, das war eine kleine Zusatzbemerkung. Wer von Ihnen möchte mit der Frage nach dem fehlenden oder mangelnden Vertrauen antworten? Wir hoffen, ich ganz gerne noch in einem vorläufigen Schlusswort noch eingehen. Aber bitte schön, Herr Vorsitzender. Wie gesagt, also ich habe vorhin gesagt, ich habe mich bei Ihnen bedankt für die Einladung und dazu stehe ich auch noch, dass ich sehr gerne hier bin, auch wenn das in der Tat nicht ganz der allereinfachste Job ist, den ich bisher hatte. Aber mich motiviert das, mich mit dieser Materie noch mehr auseinanderzusetzen als bisher schon. Und ich finde, wir sollten auch in diesem Dialog bleiben. Ich habe das gesagt, Investitionsschutz ist ein Thema, wo dieser Dialog jetzt sowieso stattfinden wird, automatisch. Dafür werden Sie und andere schon sorgen und auch in anderen Bereichen auch. Wie gesagt, was es mir persönlich macht, muss ich vielleicht morgen mal eine Therapeutin fragen. Keine Ahnung. Das finde ich sehr. Ja, vielen Dank. Also auch ich habe mich sehr gefreut über die Einladung und bin gerne hier. Ich habe, als ich gewechselt bin von der Wissenschaft in die Industrie vor einem Monat, da habe ich mich ganz schön umgeguckt, weil mir plötzlich doch
ein ganz anderer Gegenwind entgegengeweht ist und ich auch gespürt habe, dass es Berührungsängste gibt von zivilgesellschaftlichen Organisationen und NGOs auf der einen Seite und auch von der Industrie genauso auf der anderen Seite, die ich nicht kannte in der Wissenschaft, weil wir mit beiden gleichermaßen gesprochen haben. Und ich kann mir nur wünschen, dass wir diese Berührungsängste wie heute Abend eben auch überwinden und weiter in einem wirklich ehrlichen und intensiven Dialog sind. Und wir versuchen das, wir werden demnächst, also und auch gerne in kleineren Zirkeln, also kontaktieren Sie mich, wenn Sie weiter über diese Themen diskutieren wollen oder laden Sie mich ein in Ihre Gesprächsrunden, ich komme immer gerne und wir versuchen das in ganz vielen verschiedenen Gremien, wir machen das, wollen das mit der Böll-Stiftung machen und anderen Organisationen, denn mein Punkt ist der, Ihre Sorgen sind berechtigt und ernst zu nehmen. Und wir müssen an dem arbeiten, was wir haben. Und mein Ansatz ist, das zu verbessern. Und dazu müssen wir uns gegenseitig anhören. Und es hilft eben nicht, wenn wir in Buhrufe ausrufen, wenn der eine mal was zu sagen hat, lieber ehrlich miteinander diskutieren. Und ich fand, das war heute Abend ein sehr, sehr guter Beginn, finde ich. Missbrauche ich jetzt mal ein Moderatorenrecht vorläufig die Schlusswort des endgültig über dann Ballon sprechen. Die Europäische Kommission hätte ein erheblich leichteres Spiel oder eine leichtere Arbeit, wenn, wie schon gesagt worden ist, das Vertrauen in ihre Arbeit vollständig wäre. Damit das aber vollständig bleibt, wenn es überhaupt vollständig ist, damit es sich nicht mindert, darf die Kommission bestimmte Dinge nicht tun. Sie darf nicht auf der einen Seite vor Beginn der Verhandlungen eine Studie in Auftrag geben über die Prognose des Wachstums. Die Studie stellt fest, dass 0,27 bis 0,48% Wachstum im Jahre 2027 zu erwarten sind. Und dann geht Karel de Gucht auf Vortrags- und Interviewreise und gibt bekannt, dass das Wachstum 0,5% pro Jahr betragen soll. Eine solche Abweichung von selbst in Auftrag gegebenen Studien trägt nicht zur Vertrauensbildung bei. Es geht auch nicht an, dass die Kommission auf ihrer Website in deutscher Sprache bei häufig gestellten Fragen auf die Frage, wird es eine Harmonisierung von Standards geben, die Antwort, nein, Harmonisierung steht nicht auf der Agenda, als Antwort gibt. Wohingegen im Mandat steht, unser Ziel ist die Harmonisierung von Standards. Diese die von mir eben behaupteten Fakten sind alle nachprüfbar. Ich halte die Widersprüche zwischen diesen jeweiligen Aussagen für so gravierend, dass sie nicht dazu beitragen, das Vertrauen in die Kommission zu verstärken. Und ich würde die Kommission gerne bitten, den Unwillen, der ihr heute entgegengebracht worden ist, zum Teil artikuliert, zum Teil unartikuliert, nicht einfach nur als ein Ergebnis von Uninformiertheit oder Besorgnisse, die man ernst nehmen muss, natürlich muss man sie ernst nehmen, zu sehen, sondern als ein politisches Faktum. Und ich bitte Sie, das in anderer Weise zu berücksichtigen, als es bisher geschehen ist. Dann wird Ihnen die Arbeit erheblich erleichtert werden.